Hallo meine Lieben, heute machen wir eine fantastische Suppe, die geht richtig schnell. Innerhalb von halber Stunde war die Suppe fertig und die ist so köstlich. Also meine Kinder, die lieben das über alles. Es ist wirklich so, dass bei uns immer schweigend gegessen wird, ohne zu meckern. So, So köstlich. Unbedingt probieren. Und jetzt zum Rezept. Hackfleisch gebe ich eine halbe klein geschnittene Zwiebel. Wir werden das salzen und pfeffern. So, das Ganze vermengen. Und jetzt machen wir daraus so kleine Klöße. So, habe hier einen Teller mit Mehl. Das kommt da rein, schön wenden. Und so werden alle jetzt vorbereitet. Halbe Zwiebel und zwei Karotten werden in kleine Würfel geschnitten. Das Wasser wird im Topf schon zum Kochen gebracht. Jetzt habe ich hier Kartoffeln. Schaut mal, das sind so mittelgroße, 6 Stück. Die habe ich geschält und nun werden sie in Würfel geschnitten. So. So ist es fein. Den Reis habe ich unter fließendem Wasser zweimal gespült. Ins kochende Wasser gebe ich die Kartoffeln und den Reis. Das wird jetzt zum Kochen gebracht. Wieder hier in der Pfanne nebendran habe ich etwas Pflanzenöl. Da werden eine klein geschnittene Zwiebel und zwei klein geschnittene Karotten angebraten. Circa 3 Minuten. Jetzt geben wir die Hackbällchen hinein. So. Die Karotten und Zwiebeln. Und das Ganze darf jetzt eine Zeit lang kochen, so um die 10 Minuten, dann ist alles fertig. So, jetzt gehe ich mal mit der Hitze ein bisschen hoch, dass es auch aufkocht. Und dann mit der Hitze wieder runter, damit es nicht zu arg kocht. Jetzt salzen wir auch gleich. So, Pfeffer nach Geschmack. Und dann darf es jetzt noch ein bisschen kochen. Wenn das fertig ist, werde ich noch ganz viele Kräuter reinwerfen. Mal gucken, was der Tiefkühlschrank so hergibt. 10, 12 Minuten köchelt es. Ich habe auch gerade ein bisschen probiert. Sehr gut. Also ich hatte 1,5 Teelöffel Salz. Perfekt. Kartoffeln sind weich und das Hackfleisch braucht auch nicht lang. Das war auch schon fertig. Jetzt habe ich hier noch Schnittlauch gefunden. Dill, Petersilie passt gut dazu. Fertig. Herd aus und genießen. Freunde, das ist wirklich so köstliche Suppe. Meine Kinder vergöttern das. Das ist so eine Garantie, dass gegessen wird. Schaut mal. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.